Einen wunderschönen Tag euch allen. Heute sehe ich mir das erste Mal ein Produkt aus dem Hause FSP an. Die Marke sollte euch ein Begriff sein. Man spricht zumindest seit vielen Jahren von sehr guter Qualität, besonders im Netzteilbereich. Heute aber geht es um ein brandneues Gehäuse, das auf den Namen CMT 340 hört. Es ist ausgestattet mit moderner ARGB-Beleuchtung, also adressierbares RGB, was uns beleuchtungstechnisch zumindest mehr bzw. bessere Effekte und so weiter bieten kann. Eine Besonderheit an diesem Gehäuse, wie ich zumindest finde, ist, wie kurz es eigentlich ist. Nein, das ist tatsächlich keine optische Täuschung. Es ist für ein ATX-Gehäuse relativ kurz und dürfte somit interessant für diejenigen unter euch sein, die es gern kleiner und kompakter mögen, ohne dabei zu viele Kompromisse eingehen zu müssen, wie zum Beispiel auf Micro-ATX umzusteigen oder so. Derzeit kostet das CMT 340 rund 80 Euro und dafür, dass so viel ARGB-Beleuchtung dank der Lüfter an Bord ist und viel Glas, dürfte das Gesamtpaket doch recht nett sein, oder gibt es da vielleicht doch einen Haken bei der Sache? Wer mich durch die Videos schon genauer kennengelernt hat, weiß, dass mir das Case optisch schon mal sehr gut gefällt. Es wird hier genau mein Geschmack getroffen. Seitlich links, aber auch vorne gibt es Glaspanels, wovon das vordere eher stärker getönt ist, was sogar eine gute Entscheidung ist. Das Frontpanel ist sogar extrem elegant gelöst. Sieht unfassbar schick aus, meiner Meinung nach. Nur damit ihr es wisst, den Sticker auf der Glasscheibe bekommt man leider nicht so leicht ab. Da müssten härtere Maßnahmen ergriffen werden. Glas ist schön und gut, nur haben sofort meine Alarmglocken geklingelt. Der Airflow könnte durch den eher schmalen Abstand zwischen Glas und Gehäuse eingeschränkt werden. Zum Glück war das aber Falschalarm, denn wobei der Airflow jetzt nicht der beste beim CMT 340 ist, wie auch bei anderen Gehäusen dieser Bauart, kommen die Lüfter dennoch ausreichend gut an Frischluft. Die Specs hingegen lassen mich jetzt eher unbeeindruckt. Da sticht nicht wirklich was raus. Einzig die Tatsache, dass insgesamt 4 Stück 120mm Lüfter mit ARGB-Beleuchtung mitgeliefert bzw. vormontiert sind. Das ist natürlich schon nice. Das Traumgehäuse für den Einbau von Radiatoren ist das aber definitiv nicht, was man bei den Maßen eigentlich schon erahnen könnte. Nichtsdestotrotz verschiebt man den Festplattenkäfig ein wenig, passt vorne zumindest ein bis zu 360mm Radiator hin, oben einer mit bis zu 240mm. Nur ganz ehrlich, der Platz oben ist äußerst eng für einen Radiator, da eventuell das Mainboard oder der RAM schnell mal in die Quere kommt. Möglich ist es, doch ich würde eher von einem Gehäuse sprechen, das primär für Luftkühler gedacht ist. Zwar darf eine Höhe von 160mm nicht überschritten werden, doch das geht mit den meisten Kühlern problemlos klar. Auf der PSU-Abdeckung sind jede Menge Aussparungen, selbst seitlich, damit man ausnahmsweise mal auch mit seinem verbauten Netzteil angeben kann. Vormontiert sind wie gesagt vorne 3 Stück 120mm Lüfter und hinten dann der vierte. Angeschlossen sind alle ab Werk schon an den integrierten Lüfter und RGB bzw. ARGB-Controller. Fürs Umschalten der Beleuchtungsmodi und Effekte musste allerdings unsere Reset-Taste dran glauben, die oben nun am Frontpanel auf den Namen RGB hört. Was für ein schöner Name. Wer das nicht möchte, kann den Reset-Stecker einfach vom Controller ziehen und so tatsächlich wieder die Reset-Funktion zurückgewinnen. Alternativ lässt sich die Beleuchtung auch an ein ARGB-fähiges Mainboard anschließen. Das vordere Glaspanel reißt man hier nicht wie gewohnt vom Gehäuse runter, sondern löst ganz elegant die 4 Rändelschrauben dafür. Einen Staubfilter gibt es für vorne aber keinen, was ein großer Nachteil für viele von uns sein kann. Wahrscheinlich wollte man hier einfach nicht weiter den Airflow beschränken. Oben gibt es dafür einen gewöhnlichen magnetischen Staubfilter und fürs Netzteil gibt es dann auch nochmal was ganz stinknormales, aber immerhin herausnehmbar. Zwei mechanische 3,5 Zoll Festplatten passen hier rein, sehen wir bei den meisten neuartigen Gehäusen so, und vorne nett zum Präsentieren zwei SSD-Befestigungspunkte direkt auf der PSU-Abdeckung. Leider nur ist das Anschließen einer SSD etwas ungünstig, dennoch machbar. Gummitüllen für die Aussparungen gibt es hier leider keine, was in dem Fall aber auch nicht groß stört, wie ich zumindest finde. In Sachen Kabelmanagement kann es aber durchaus etwas eng werden, besonders wenn man so schlampig und unsauber unterwegs ist wie ich. Da wäre es von Vorteil, wenn man mehr Zeit darin investieren würde, obwohl ich diesmal sogar etwas ordentlicher gearbeitet habe als sonst so. Aber so an sich gefällt mir das CMT 340 designtechnisch rein vom Äußeren sehr gut, macht auch innen einen sauberen und aufgeräumten Eindruck.
Lange Grafikkarten und ein Radiator vorne wäre aber eine schlechte Idee. Dann lieber oben einen verbauen. Aber ihr seht schon, das ging sich in meinem Fall um Haaresbreite noch aus. Für ein absolutes High-End-System auf Wasserkühlerbasis ist das Case nix. Außer man besitzt eine kürzere Grafikkarte, wobei meine jetzt nicht überdurchschnittlich lang wäre. Mit Luftkühlern kommt es zum Glück zu keinerlei Platzproblemen, solange man es nicht übertreibt. Leider ist es sehr schwer, die Lüfter zu steuern und werkseitig sind diese vier Verbauten nicht unbedingt die leisesten. Laut wäre zwar auch das falsche Wort dafür, aber keineswegs ist hier die Rede von einem Silent Case. Abschließend kann ich sagen, das FSP CMT 340 ist zu einem Preis von 80 Euro an sich kein schlechtes Gehäuse. Wohlbemerkt jetzt kein großer Einschlag, da es viele gute Gehäuse in der Preisklasse gibt, die Ähnliches drauf haben, aber was für das Case spricht, sind die gute ARGB-Beleuchtung dank der verbauten Lüfter und wie kompakt alles gehalten ist. Trotzdem passt alles nach ATX-Norm größtenteils problemlos rein. Macken gibt es aber hier und da welche und deswegen vergebe ich dem CMT 340 somit die Silberauszeichnung. Und vielen Dank an euch fürs Vorbeischauen.